Schöner Quint. Aber waren Gegner gut oder warum nur zwei? Nein, Bruder, die stellen sich. Ich sag dir jetzt das Problem, okay? Mhm. Die stellen sich hinten rein, die Gegner. Haben sie letztes Jahr auch gemacht. Und kontern. Ja, und dann kontern sie halt. Die schießen im ganzen Spiel zweimal aufs Tor, dreimal aufs Tor, aber die kommen dann sogar halb gefährlich so, ne? Ich sag ja nicht mal. Also die hätten locker auch 1-2 machen können. Da hat uns unser Torwart 1-2 mal den Arsch gerettet. Aber heute waren so 600-700 Zuschauer da. Ich glaube, 400 waren gegen uns. Schön. So, die haben uns die ganze Zeit ausgebuht und so. Schön. Ich habe sogar einmal so gemacht. Ich habe so gemacht einmal. Als wir eins so gemacht haben, habe ich so gemacht. Weil die uns die ganze Zeit ausgebuht haben. Aber ich sag dir was, damit lockst du noch mehr an. Ja, aber, aber unsere Spieler, die beeinflusst es voll. Also, ja, weil es auf einmal anders ist. Weil ja, das sind ja auch keine Profis oder Influencer oder so, sondern das sind halt so Kumpels von mir, was? Die beeinflusst es, wenn 400-500 Leute die auspfeifen. Und keine Ahnung, ich verliere den Draht. Wir haben dann 1-0 gemacht, glücklich. Und dann stand es bis zur 84. Minute. Nee. 1-0. Und dann haben wir 2-0 gemacht. Ehrlich? Ja. Und wir haben so lange. Und dann wir hatten Chancen so, aber nicht so wie letztes Jahr, so glasklare. Also war schon komisch. Frankfurt 2-0, stock. Aber krass, ne? Ja, und die sind nicht besser fußballerisch. Nee, aber es sind viele Faktoren, die dann so reinkommen, ne? Ja, also ich weiß nicht, was da abgeht. Die sind fußballerisch genauso wie letztes Jahr. Also nicht, dass man sagt, okay, ihr seid aufgestiegen, die sind jetzt besser. Mhm. Oder Kreisliga B oder Kreisliga C, das ist... Macht den Kohl nicht fest. Die eigentlich kalt? Nee, ich laufe schon den ganzen Tag so. Ja, und jetzt, also soll ich dir mal unsere letzten Ergebnisse sagen? Ich hab doch alles auf dem Schirm. 3-2, 3-0, 2-0. Ich weiß. Nicht mehr so ein 24-Ding. Nein, aber auch nicht so, ist auch nicht so glasklar. Nee. 3-0 stand bis zur 70. 1-0. 3-2, ganz knappe Kiste. Ich sag, wenn das noch 5 Minuten länger geht, verlieren wir das Ding. Und heute stand es 1-0 bis zur 84. Und wir haben fast wegen der Kastanie ein Gegentor bekommen. Außenverteidiger. Warte mal, Kastanie. Ja. Wir reden von der Kastanie. Ja, da war so eine Kastanie. Ich hab sowas noch nie in meinem gesehen. Das ist hoffentlich, das muss im Video drin sein. Das war die größte Chance von denen. Eine scheiß Kastanie. Da gab es, unser Außenverteidiger hat den Ball, spielt zurück zum Torwart. Ja. So. Und da war eine Kastanie auf dem Dings da, auf dem Platz. Und er spielt die an. Ball geht hoch, unser Torwart haut so halb drüber. Und also, nee. Aber doch, der hätte fast Luft noch geschlagen. Das war so in der 80. Was? Ja, stand 1-0, Digga. Weißt du, was da viel Energie drüber geht, wenn der Digga, das war so knapp. Was geht mit Rohat? Ich hinterfrag die Sachen gar nicht mehr, die okay, er aber weißt du, was mich wundert bei den ganzen? Weil du ja sagst, heute in der 80. ist erstes 2-0 gefallen. Ja. Normal rechne ich ja eigentlich damit, oder ist meine Denkweise, okay, dann spielst du mal bis zur Halbzeit 1-0, okay, ist okay. Aber ab der 65., 70. brichst du ja dann irgendwann ein. Die sind nicht eingebrochen. Ja, der Platz war ein kleiner Kunstrasen, kleiner, enger Kunstrasen. Nicht viel Meter machen, stellen sich hinten rein, die erobern den Ball, das ist so, als wenn die ein Tor schießen. Mhm. Also, die sind nicht mal im Ballbesitz. Unser Spieler hat den Ball, wird abgegritscht auf den Außen, wir haben Einwurf. Bruder, die feiern sich, die Zuschauer. Ja, Kleinigkeit. Und dann die machen so, ja, und so. Und das dann macht doch mit Spielern was. Ja, das ist brutal, also... Also wenn du es als Spieler nicht kennst, sind so kleine Sachen, was glaubst du, so manchmal nur ein Spruch reicht. Ja. Da muss die nächste Aktion irgendwo nicht klappen. Wir müssen ganz früh 1-0, 2-0 machen. Dann ist nämlich die Luft. Dann ist over, dann ist zu Ende. Wenn es lange unentschieden steht, ist scheiße. When my friends go, it was simple. When there is no, switch the tempo. I got right, I got heart, I'ma die, I'ma fight, I go down.